Das ist der 21. Part meiner Okkult Baby Challenge und in diesem Video wird Livia nach 15 Jahren ihre Mutter endlich wiedersehen. Gerade ist sie dabei, ihre Tochter Nila zu baden. Toiletten-Sandwich. Wir haben Ruby heute erwischt, wie sie in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir reagieren sollten, deshalb rufen wir jetzt an. Dass Ruby keine Freunde hat, ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Und hierbei muss ich betonen, ich verstehe ihre Klassenkameraden ein wenig. Ich habe auch etwas Angst vor ihr. Immerhin hält sie ein Mädchen in ihrem Silo gefangen. Und hier sehen wir unser besagtes Mädchen im Silo, Christina Delgato. Sie ist übrigens auch der Schwarm von Ruby und ich gehe stark davon aus, dass ihr Handy keinen Empfang hat. Ansonsten würde sie nicht noch immer hier festsitzen. Und wo ich mir die arme Christina so anschaue, stelle ich mir die Frage, schafft es Ruby wohl irgendwann zurück auf die gute Seite? Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem sie einen anderen Sim entführt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie noch wieder gut werden kann. Aber ich höre mir eure Vorschläge natürlich gerne an. Nachdem Livia ihre Tochter fertig gebadet hat, hat sie sich hier nach draußen zu Ivo gesellt und unterhält sich mit ihm ein wenig. Sie erzählt ihm nun, dass sie sich endlich dazu entschlossen hat, sich von ihrer Mutter und ihren ganzen Geschwistern zu verabschieden. Ich weiß, verabschieden ist jetzt ein großes Wort, aber wir wissen immerhin nicht, was beim großen Kampf gegen die Vampire herauskommen wird. Deshalb müssen wir auf alles vorbereitet sein. Und nun kümmert sich Livia um die kleine Neoma. Wobei unser kleines Pferd mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Neoma ist nun ein erwachsenes Pferd. Das heißt, wir können nun auch auf ihr reiten und das wird Livia gleich mal ausprobieren. Das sieht ja schon mal ganz okay aus oder so irgendwie. Was macht sie mit ihren Beinen? Möglicherweise hätte sie nicht gleich zu einem dynamischen Ritt aufbrechen sollen. Und wieder zu Hause angekommen, muss Livia nun alles für ihre große Reise vorbereiten. Als erstes wird sie deshalb zu ihrer ältesten Tochter gehen und wird ihr davon erzählen. Erst wird sie ihrer Tochter ein wenig schmeicheln, immerhin war die Beziehung zwischen den beiden in letzter Zeit ein wenig kühl und Ruby denkt sich auch schon wieder, dass sie gar keinen Bock auf ihre Mutter hat. Ruby, du weißt ja, ich habe zu meiner Mutter schon so lange keinen Kontakt mehr. Aber langsam wird es ernst. Wir müssen uns sehr bald den bösen Vampiren stellen. Ich kann nicht weiter mit dieser Angst leben. So kann es nicht weitergehen. Deshalb werde ich mich noch heute Nacht auf die Reise machen und werde mich bei ihr und all meinen Geschwistern verabschieden. Und dann sind wir bereit für den großen Kampf. Die beiden haben jetzt tatsächlich auch eine Stimmung miteinander bekommen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Also scheint es so, als hätten die beiden einander verziehen. Reicht das wohl, dass Ruby wieder zurück zur guten Seite kommt? Oder wird sie schlussendlich doch an der Seite der Vampire kämpfen? Ruby ist einfach so ein komplexer Charakter. Ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Und weil Livia natürlich nicht mit leeren Händen vor ihrer Mutter stehen möchte, wird sie jetzt ein Foto mit ihrer ältesten Tochter machen. Die beiden sind einfach sowas von bildschön und ich mache gleich 5 Fotos, weil ich kenne Sims und die werden immer kacke. Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Das spielt mir jetzt gerade sowas von in die Karten. Welches Kind wird sie wohl meinen? Natürlich Christina, die sie in ihrem Silo eingesperrt hat. Wir können nun sagen, sei einfach weiter nett, überleg dir eine besondere Freundschaftsgeste oder Freundschaft kann man nicht erzwingen. Jetzt wüsste ich natürlich gern eure Meinung und was ihr wollt, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit, Freundschaft kann man nicht erzwingen. Und möglicherweise versteht Ruby damit ja, dass es nicht cool ist, ein anderes Kind in einen Silo einzusperren. Aber möglicherweise auch nicht. Und weil ein Foto mit Ruby nicht reicht, werden wir auch noch ein Bild von ihr machen. Dieses Bild sieht ganz und gar nach unserer Ruby aus. Nämlich so, als hätte sie absolut keinen Bock, fotografiert zu werden. Süß, das sieht nach unserer Akira aus. Auch wenn das Licht draußen echt schlecht ist.
und hier ihre kleine Schwester Nila vor sich hin stinkt. Und hier haben wir unsere kleine Nila Snow. Dann wird Livia Nila ins Bett bringen und muss ihre andere Tochter tatsächlich aufwecken. Ich weiß, man sollte Kleinkinder niemals aufwecken, aber Livia muss sehr, sehr bald los und wir brauchen noch diese Fotos. Fragt mich bitte nicht, warum ich dafür jetzt nach draußen gehen musste. Irgendwie ist Fotos von Sims machen unheimlich verbuggt und ich möchte das nie wieder machen. Bitte erinnert mich dran. Es ist schrecklich. Und jetzt macht sich unsere Livia auf die große Reise. Sie ist ganz offensichtlich schrecklich nervös. Ohne unerwünschte Schatten zu reisen, braucht seine Zeit. Hin und wieder hätte ich schwören können, dass ich das Fauchen von Vampiren gehört habe. Aber nun ist es soweit. 3 Tage dauerte meine Reise und nun bin ich da, in Hanford-on-Bagley. Und noch bevor ich an die Tür klopfen kann, steht schon ihre Mutter da und hat sie gleich mal angeschrien. Um ehrlich zu sein, ich kann das verstehen. Livia war nicht allzu nett zu ihrer Mutter, aber sie wird jetzt gleich mal hingehen und sie einmal liebevoll umarmen. Und sie schreit uns schon wieder an. Ja, sie ist ganz schön nachtragend. Hätte ich mir auch irgendwie denken können. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, die Beziehung zwischen den beiden ist schwierig. Aber daran müssen wir jetzt natürlich arbeiten. Sie wird sich jetzt einmal mit ihrer Mutter über die Entwicklung von Babys austauschen und einfach erzählen, dass sie selbst Kinder bekommen hat und ihr einfach ein wenig eine Zusammenfassung über die letzten Jahre geben. Aber natürlich lässt sie alles Okkulte vorerst aus. Dann wird sie ihr einmal schmeicheln und einfach sagen, dass sie absolut toll aussieht. Und da muss ich ihr recht geben. Emma sieht wirklich toll aus. Auch wenn sie natürlich nicht mehr so aussieht wie die Emma, die wir in Erinnerung haben. Ihre Haare sind grau, ihr Gesicht ist gealtert. Es sind einfach eben 15 Jahre vergangen und Livia hat nichts Besseres zu tun, als ihre alte Mutter zu erschrecken. Livia hat jetzt auch eine Stimmung, abschätzige Blicke, weil Angst hat, verurteilt zu werden. Die Stimmung zwischen den beiden ist anscheinend noch immer so kühl, wie sie war, als Livia von zu Hause abgehauen ist. Aber wie gesagt, daran müssen wir natürlich arbeiten. Livia wird ihrer Mutter einmal Dankbarkeit zeigen und sich für alles bedanken, was sie für sie getan hat. Und dann wird Livia ein sehr persönliches Gespräch mit ihr führen und ihr einfach erklären, dass es ihr wirklich schwer gefallen ist, damals den Kontakt abzubrechen, aber dass es notwendig war. Mom, ich habe mich auf die falschen Leute eingelassen. Und wenn es nicht wirklich notwendig gewesen wäre, hätte ich es auch nicht gemacht. Es tut mir wirklich leid für alles, was ich dir angetan habe, für all die Sorgen, die du dir wegen mir machen musstest. Und wie wir sehen, Emma ist noch immer nicht drüber hinweg. Also ich weiß nicht warum. Die beiden sind die ganze Zeit nur am Streiten. Und jetzt ist auch noch Flora aufgetaucht. Livia wird auch gleich mal zu ihrer Schwester hingehen, wird sie bewundern, wird ihr ein von Herzen kommendes Kompliment machen und einfach sagen, Flora, du siehst genau gleich aus wie vor 15 Jahren. Und es stimmt tatsächlich, Flora ist nicht gealtert. Sie ist anscheinend einfach unsterblich. Dann werden wir sie einmal liebevoll umarmen. Und da Livia sichtlich gereizt ist, vermutlich weil sie Hunger hat, werde ich den dreien jetzt mal Zeit für sich geben und wir schauen zurück zur Hauptfamilie. Und nun sind wir zurück in Chestnut Ridge und Ivo ist gerade tatsächlich dabei zu backen. Er bereitet nämlich eine Schokotorte zu. Denn die Reise von Livia hat ja 3 Tage gedauert und das bedeutet, dass heute schon wieder jemand Geburtstag hat. Und zwar wird unsere Akira heute zur Teenagerin. Und Ivo wird dann gleich mal seine Nichte ins Haus rufen und sagen, dass er eine kleine Überraschung vorbereitet hat. Ich gehe davon aus, dass sie gar nicht damit rechnet, eine Geburtstagstorte zu bekommen,
da ihre Mutter ja nicht da ist. Aber natürlich ist auf Onkel Ivo Verlass und er hat nicht darauf vergessen. Deswegen wird er ihr einmal Süßigkeiten zustecken. Oh mein Gott, wie süß ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Und dann wird er sie einmal liebevoll umarmen und ihr eben sagen, dass sie gern schon die Geburtstagskerzen ausblasen kann. Und das werden wir dann gleich einmal machen. Alles Gute zum Geburtstag, Akira. Sie ist sicherlich traurig, dass Olivia nicht dabei sein kann, vor allem, weil sie ja keine Ahnung hat, warum ihre Mutter nicht da ist. Aber sehr, sehr bald wird sie all das verstehen können. Akira hat tatsächlich ein Bonusmerkmal erhalten, wegen hohem Selbstbewusstsein. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sie war ja schon immer eine Tierfreundin und dazu geben wir ihr jetzt noch Pferdeliebhaberin. Das wollte ich ihr ja eigentlich schon als Kind geben, aber da war das noch nicht möglich. Und als Bestreben gebe ich ihr Partylöwin. Dieser Sim möchte fantastische Partys veranstalten und besuchen, denn mir fällt gerade ein, eigentlich wollte ich ja als Kind, dass sie ganz viele Pyjama-Partys veranstaltet und wir haben nicht eine gemacht. Dann muss sie das eben im Teenageralter nachholen. Ihr seid nicht ready dafür, wie wunderschön Akira ist. 3, 2, 1. Und so sieht unsere Akira als Teenagerin aus. Sie hat einfach ein perfektes Gesicht. Also möglicherweise bilde ich mir das jetzt ein, aber ich glaube nicht. Schreibt mir eure Meinung zu ihr gern in die Kommentare. Und ich bin schon so gespannt, wie ihre Geschichte weitergeht. Natürlich ist sie ihrem Pferdegirl-Image treu geblieben. Aber allein so wie sie aussieht, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie den meisten Jungs oder auch Mädchen natürlich in ihrer Schule den Kopf verdrehen wird. Falls ihr Ideen für ihre Storyline habt, immer her damit. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass sie eine schlafende Wölfin ist. Damit werden wir uns im nächsten Part dann auch beschäftigen. Und natürlich muss Olivia sich noch bei dem Rest ihrer Familie verabschieden. Wem sollen wir als nächstes einen Besuch abstatten?